Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von mir für euch die 5 Finger Book Challenge. Das Ganze geht auf Bookstagram momentan total viral. Und ich habe es tatsächlich auch bei Maren gesehen, dass sie das als YouTube-Video gemacht hat. Und die Idee fand ich eigentlich ganz cool, weil ich bei Instagram momentan, I'm so sorry, ein bisschen ja, zäh bin. Ich poste momentan nicht so viel, bin auch momentan nicht so viel online. Aber ja, das hat andere Gründe. Aber meine YouTube-Videos kommen regelmäßig alle 3 Tage und ich dachte mir, das ist doch mal was Schönes, mal was anderes. Und wir hatten schon ewig lang hier auf dem Kanal keine Challenge mehr und deshalb machen wir das heute. Die 5 Finger Book Challenge. Ich mache die jetzt halt nur so, weil meine 5 Bücher hier auf dem Tisch neben mir liegen. Ja, nur zur Info. Ja, die 5 Finger Book Challenge beinhaltet, wie der Name schon sagt, die 5 Finger der Hand und für jeden Finger ist quasi eine Aufgabenstellung oder jedem Finger ist eine Aufgabenstellung zugeteilt worden und ich habe mir für jede ein Buch ausgesucht. Und jetzt starte ich auch direkt ohne viel Blabla mit der ersten Aufgabenstellung. Ich habe sie natürlich wie immer hier auf meinem Handy. Das wäre nämlich der Daumen und da heißt es ein Buch, das du geliebt hast. Und da habe ich mich für eins entschieden aus aktuellem Anlass, das für sich gesehen gar nicht aktuell ist, aber zu der Reihe gibt es jetzt ein Spin-off und das ist, oder da ist der erste Band jetzt vor kurzem gerade erst vor ein paar Tagen erschienen. Und zwar habe ich mich für Schattentanz, die Tiermagierin entschieden, weil ich dieses Buch erstens mal zu meinem Jahreshighlight 2020 erschienen. Mist. Also ich habe es, glaube ich, zu meinem Jahreshighlight 2021 gekürt, weil ich da die Reihe gelesen habe und mich absolut in die Reihe verliebt habe. Es ist die Geschichte von Lena und Nock und die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie ist, wie man hier auch unschwer erkennen kann, eine Tiermagierin. Das heißt, sie kann bestimmte Tierwesen einfangen, in ihrem Bestiarium speichern. Das ist so eine Art Kettenanhänger und den kann sie öffnen und kommt dann quasi in ja, einen Ort, sie reist an einen Ort, wo diese Tiere quasi leben, einen Ort in ihrer Kette. Also so ein bisschen wie Newt Scamander mit seiner Tasche oder wie bei Hogwarts Legacy, der Raum der Wünsche, wo deine Tierwesen dann eben auch in den verschiedenen Räumen leben. Falls ihr das gespielt habt, dann wisst ihr, was ich meine, ansonsten... Sorry. Ja, Nock ist ein Assassine und bekommt den Auftrag, Lena zu töten. Und was die beiden eben nicht bedenken, ist die Tatsache, dass sie sich sehr gut finden und dass sie gerne Zeit miteinander verbringen und er es halt auch einfach nicht übers Herz bringt, sie umzubringen. Beziehungsweise sie ihm ein ja, unmoralisches Angebot macht, weswegen er sich überlegt, sie erstmal nicht umzubringen. Eigentlich ist das Wort eines Assassinen bindend, also er muss das eigentlich tun. Ob er da drum herum kommt oder wie er das Ganze löst, müsst ihr natürlich selbst lesen. Aber ich habe es einfach geliebt und deshalb habe ich für den Daumen auch dieses Buch ausgewählt. Frage Nummer 2 ist der Zeigefinger und da heißt es ein Buch, das du immer wieder empfehlen würdest. Da könnte ich jetzt auch die Tiermagierin-Reihe in die Höhe halten. Aber ich dachte mir, nimmst du ein anderes Jahreshighlight? Irgendwie hat das gerade gepasst, dass ich 2 Jahreshighlights genommen habe. Und zwar das aus dem letzten Jahr, also aus 23. The Things We Leave Unfinished ist nämlich ein absolutes Herzensbuch von mir. Und jeder, der mich fragt, hast du ein Buch, das romantisch ist, aber auch einen zum Weinen bringt, dann ja, muss ich definitiv dieses hier in die Höhe halten und dieses hier empfehlen, weil ich nicht sagen kann, wie oft ich während den 567 Seiten Rotz und Wasser geheult habe. Das Buch ist ein bisschen anders aufgebaut als andere Bücher. Es spielt nämlich auf 2 Zeitebenen mit 2 verschiedenen Geschichten. Also zum einen haben wir Georgia, die Enkelin von Scarlett Stanton. Und zum anderen haben wir Scarlett Stanton, die Urgroßmutter, Urgroßmutter ist, glaube ich. Genau, Urgroßmutter, nicht Großmutter.
Und dieser zweite Zeitschrank spielt eben zu der Zeit, als ihre Urgroßmutter noch jung war. Das heißt, wir haben Georgias Geschichte und die von ihrer Urgroßmutter in jungen Jahren. Nochmal zum Verständnis. Ich habe es gerade ein bisschen kompliziert erklärt. Ihre Urgroßmutter war Autorin und es gibt ein Manuskript, das sie nie beendet hat, und das ist quasi ihre eigene Lebensgeschichte. Sie hat nämlich damals zu Kriegszeiten jemanden kennengelernt und ja, es war ihre große Liebe und genau davon erzählt auch dieser eine Zeitstrang. Und diese Geschichte soll jetzt auf Papier gebracht werden von einem Ghostwriter und der muss sich eben mit Georgia einig werden, wie das Ganze vonstatten gehen soll, und sie mag ihn eigentlich gar nicht. Seine Geschichten gehen nie so aus, wie sie es gerne hätte, und es wäre alles so 0815. Aber die beiden raufen sich zusammen und schreiben an dieser Geschichte. Sie haben auch alte Briefe und versuchen durch Recherche noch an ein paar Informationen zu kommen. Also es ist eine richtig, richtig schöne Geschichte, die ans Herz geht, und es gibt so viel Plot-Twists und so viele Dinge, die man nicht hat kommen sehen und die mich echt fertig gemacht haben. Von daher, ja, ein Buch, das ich immer wieder empfehlen würde, wenn es im Romance-Bereich ist und wenn du heulen willst, ist ganz klar dieses Buch hier. Kommen wir jetzt zu Mittelfinger. Ich halte euch jetzt nicht die ganze Zeit in die Kamera. Ja, aber wie man sich schon denken kann, ist der Mittelfinger ein Buch, das du nicht mochtest. Und ja, auch ganz aktuell, wer meine Lesemonate verfolgt, der kann sich vielleicht denken, welches Buch ich in die Kamera halte. Und zwar ist das Godkiller. Ich habe das Buch zusammen mit Valerie, mit Annika und Lou gelesen und dachte ja im Vorfeld, ey, das klingt super toll nach einer Final Fantasy 9 Geschichte oder Final Fantasy 9-like-Geschichte. Ein bunter Haufen mit einer Mission. Jeder hat seine eigenen Ziele, aber irgendwie müssen sie doch zusammenarbeiten. Ja, irgendwie war das zwar so, aber im Endeffekt, ja, hat es mich nicht so vom Hocker reißen können, wie ich dachte. Also wir haben da einmal einen Bäcker, der früher ein Ritter war. Wir haben dann eine Gottkillerin, die auf Jagd nach Göttern geht. Dann haben wir ein junges Mädchen, dessen Familie ermordet wurde, das zurück in diese Stadt muss, weil es einen kleinen Gott bei sich hat, der dorthin muss. Und ja, sehr viele Konflikte, sehr viele Intrigen, sehr viele Machtspielchen. Aber im Endeffekt, das Buch hat, lass mich lügen, 444 Seiten. Und uns Mädels beim Buddy Read war das zu zäh. Also 444 Seiten, auf denen gefühlt nicht viel passiert ist. Man hätte die Story auch in 200 erzählen können, weil vieles einfach nur für mich non-relevante Dialoge waren, die einfach nur eingebaut wurden. Dann gab es auch manche Szenen, die gar nichts zum Geschehen der Gesch oder zum Weiterbringen der Geschichte beigetragen haben, die einfach nur so Lückenfüller waren. Und ja, wir hätten uns alle ein bisschen mehr Action gewöhnt. Am Schluss ist dann noch mal so kurz ein Aufschwung gekommen. Aber ich bin mir noch unsicher, ob das reicht, dass ich mir den zweiten Band auch kaufen werde. Kommen wir zum Ringfinger. Heute habe ich sogar einen Ring an. Ja, ein Buch oder einen Charakter aus einem Buch, den du heiraten wollen würdest. Und da habe ich ewig überlegt. Ich meine, ihr wisst alle, ich bin ein riesen Jem'Karr-Stairs-Fan, ich bin ein riesen Asriel-Fan, aber das sind so diese Mainstream-Fandoms wie Schattenjäger, Harry Potter und die ganzen Sarah J. Maas-Bücher. Die könnte ich euch zu Genüge in die Kamera halten, aber ja, im Endeffekt würde ich es ständig tun, und deshalb habe ich mich für einen Charakter entschieden, den ich euch schon ganz lange nicht mehr gezeigt habe, aber der mich damals sehr, sehr berührt hat. Und zwar ist das der Charakter Jonah aus All In von Emma Scott. Die Geschichte dreht sich um Casey und Jonah. Casey ist Musikerin und flüchtet eines Tages von einem ihrer Konzerte. Und Jonah ist ihr Chauffeur und bringt sie, oder soll sie eigentlich nach Hause bringen, aber er bringt sie zu sich nach Hause, weil sie komplett aufgelöst ist. Und so lernen sich die beiden kennen und bringen immer mehr Zeit miteinander. Und Jonah ist einfach ein herzensguter Mensch, hat aber auch seine Geheimnisse. Also er erzählt ihr ganz vieles auch einfach nicht, was mich damals richtig aufgeregt hat.
Aber das, was er ihr dann später erzählt, das hat mein Herz gebrochen. Und er hat so viele Dinge geplant und organisiert und gemacht und getan, wo ich mir bei jeder Seite dachte, solche Männer gibt es einfach nur in Büchern. Er ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Und wenn Jonah morgen vor meiner Haustür stehen würde, ich würde ihn vom Fleck weg heiraten. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Finger, und zwar zum kleinen Finger. Und da heißt es ja immer kleiner Fingerschwur. Das ist übrigens auch ein Lied, das Mal und ich super gern zusammenhören, weil sie dann auch immer zu mir macht, kleiner Fingerschwur. Ja, aber die Aufgabenstellung dazu ist ein Buch, das ich verspreche zu lesen. Und ja, da könnte ich meinen halben Sup jetzt in die Kamera halten. Aber es gibt ein Buch, das sage ich euch schon seit Monaten, dass ich das bald lesen möchte, weil ich die Serie dazu unbedingt endlich schauen möchte. Und zwar ist das das Lied der Krähen. Ich habe das, glaube ich, schon letztes Jahr im August, September gesagt, dass ich das lesen muss, weil im Oktober die ganzen Darsteller von Lied der Krähen auf die Convention kommen. Also auf die Convention, auf die ich immer fahre, kommen. Und ja, dann ist die Convention vorbeigezogen. Ich habe die Serie immer noch nicht geguckt, fand die Darsteller aber super sympathisch. Und jetzt sind schon wieder einige der Darsteller für die nächste Con im Oktober angekündigt. Also jetzt bis Oktober muss ich es auf jeden Fall schaffen, das Buch gelesen zu haben, beziehungsweise die beiden Bücher dazu gelesen zu haben und die Serie geschaut zu haben, damit ich endlich mal weiß, was da Phase ist. Ja, hier kann ich euch natürlich jetzt nicht so viel zu erzählen zum Inhalt, weil ich es selbst noch nicht gelesen habe, aber da will ich euch jetzt einfach den Klappentext zu vorlesen. Sechs unberechenbare Außenseiter, eine unmögliche Mission. Ein Dieb mit der Begabung, aus jeder Falle zu entkommen. Eine Spionin, die nur das Phantom genannt wird. Ein Verurteilter mit einem unstillbaren Verlangen nach Rache. Eine Magierin, die ihre Kräfte nutzt, um in den Slums zu überleben. Ein Scharfschütze, der keine Wette widerstehen kann. Ein Ausreißer aus gutem Haus mit einem Händchen für Sprengstoff. Höchst unterschiedliche Motive treiben die sechs Außenseiter an, die einen gefährlichen Magier aus dem bestgesichertsten Gefängnis der Welt befreien sollen. Cass Brecker, Meisterdieb und Mastermind, ist nicht der Einzige, der Geheimnisse vor den anderen verbirgt. Und natürlich steckt weitaus mehr hinter dem Auftrag, als die sechs Krähen ahnen können. Ihr Lieben, das war meine 5-Finger-Book-Challenge. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, welche Bücher ihr für welchen Finger ausgewählt hättet. Ich packe euch die 5 hier natürlich wie immer in die Infobox. Da gibt es den Link zu Thalia und zu Amazon. Das sind wie immer Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr darüber ein Buch kauft, dann kriege ich eine kleine Verkaufsprovision. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!